What the hell? What the hell? Hat dieser Dude mich jetzt gerade als Frau gelesen? Denkst du, ne, da mache ich einfach nicht mit. Nicht-binäre oder non-binäre Personen aufgepasst. Heute gibt es ganz besondere Schmankerl aus dem Alltag, wo ich glaube einfach sich jetzt wirklich jede nicht-binäre Person wahrscheinlich wiedererkennen wird und wo man sich dann einfach nur denkt, so, ja genau dasselbe habe ich auch im Alltag. Aufgepasst, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte mach das jetzt. Dann bist du immer stets auf dem neuesten Stand von LGBTIQA+ Videos und ich sag jetzt schon mal danke, danke, danke an wirklich so viele Abonnenten. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen. So. Genug gequatscht, los geht's mit dieser neuen Folge von Queerlex. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queerlex. Mein Name ist Alex und schön, dass du bei meinem Kanal vorbeischaust. Heute geht es ja um nicht-binäre Personen bzw. um non-binary Personen, die ja, wirklich, also tagtäglich, glaube ich, echt damit zu kämpfen haben, mit folgenden Problemen, die ich euch gleich erzählen werde. Und mich würde es einfach mal so interessieren, mit welchen Alltagsproblemen hast du zu kämpfen? Bei welchen Dingen denkst du dir einfach nur, oh mein Gott, nicht schon wieder, bitte, hört einfach nur auf damit. Mich würde es mega interessieren, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Ich möchte jetzt auch nicht länger herumreden und ich würde mal sagen, fangen wir mit dem ersten Alltagsproblem von nicht-binären Personen an. Du musst ganz, ganz dringend auf die Toilette. Für welche Toilette entscheidest du dich? Für die Herren- oder für die Frauentoilette? Also ich glaube, das ist wirklich so das gängigste Problem, mit dem nicht-binäre Personen einfach im Alltag konfrontiert sind, weil kaum gehst du irgendwie in die Herrentoilette, schauen dich die Herren mit wirklich sehr großen Augen an und fragen dich so, Entschuldigung Miss, aber sie sind da komplett falsch, sie müssen schon in die Frauentoilette gehen. Und man sich einfach nur so denkt so, ja klar, natürlich muss man das, ja. Und in der Frauentoilette wirst du dann auch beäugt und bekommst dann so den Spruch zu hören, Entschuldigung, junger Herr, aber Sie gehören hier einfach nicht auf die Damentoilette. Bitte gehen Sie auf die, Herrentoilette, ja? Und wo man sich einfach nur so denkt, so, irgendwo muss man doch hin. Ich glaube, das ist wirklich so ein gängiges Problem und da kann man es weder den Leuten auf der Herrentoilette und weder den Leuten auf der Frauentoilette recht machen. Und man kann sich da wirklich nur noch so ein paar Sprüche einfach nur anhören und ja. Bestenfalls gibt es sowas wie ein Unisex-Klo oder bestenfalls gibt es vielleicht ein Behinderten-WC, da fragt wirklich niemand nach. Jedes Mal, wenn man sich einen Arzttermin ausmacht und dann zum Schluss gesagt bekommen gehört. Ja, und wie war Ihr Name noch einmal? Frau? Frau Wegmüller. Also ich glaube wahrscheinlich auch etwas natürlich, wo man dann sein Pronomen natürlich offenbaren kann, muss. Am Telefon ist es halt immer schwierig zu sagen, man ist Punkt, 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 weil es natürlich gleichzeitig mit einem Outing einfach damit verbunden ist, ja. Und man aber auch natürlich nicht immer automatisch gern sein Pronomen vielleicht offenbaren möchte. Und mal abgesehen davon vielleicht, ja, wenn man dann sagt, nein, nicht Frau, sondern Herr, hört man eine kurze Stille am anderen Ende des Telefons, bis man dann irgendwie nur so ein Kritzel wahrnimmt und wo es dann auf einmal heißt so, Herr Wegmüller, okay. Also ich glaube, etwas super Gängiges einfach. Wahrscheinlich auch ein Problem, was viele nicht-binäre Personen kennen. Man geht einkaufen. Ja, also man möchte gewandt einkaufen gehen und dann ist man auf einmal dann in der Herrenabteilung. Ja, und man wird gelesen als Frau. Dann ist man in der Frauenabteilung und man wird gelesen als Mann. Also es ist egal wo, man ist nirgendwo richtig daheim, würde ich mal meinen. You get the best of both worlds. Or the worst. Was wahrscheinlich auch super vielen nicht-binären biologischen Frauen wahrscheinlich auch passiert ist, man wird aufgrund seiner Biologie als Frau gelesen.
Und man möchte dann vielleicht das Gegenüber, möchte dann vielleicht super nett sein und super höflich. Und dann passiert es einfach auch so, dass einem die Tür aufgehalten wird. Und in dem Moment erstarrt man dann einfach nur und denkt sich irgendwie so, was ist jetzt? Warum wird mir die Tür aufgehalten? Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe nett von dieser Person, warum sie mir die Tür aufhält, aber ich kann doch selbst die Tür aufhalten. Also warum macht das jemand? Bis man dann wirklich, ich glaube so, wenn das nach ein paar Minuten sickert in einen dann drin, bis man dann drauf kommt. Hat dieser Dude mich jetzt gerade als Frau gelesen? Ja, wer kennt es denn nicht? In der Schule, im Studium, vielleicht auch noch in der Arbeit. Gerne gibt es so Spiele, wo es dann meistens heißt so, ja, bitte da einmal die Frauen und da einmal bitte die Männer. Ja, also so Gesellschaftsspiele, die extra geschlechtsspezifisch getrennt werden. Und wer bleibt übrig? Ja, Mann als nicht-binäre Person. Und dann denkt man sich einfach nur so, und wo soll ich da jetzt hin? Aber meistens sind da die Leute sehr kulant und sagen, man darf sich's dann aussuchen. Dieser Moment, wenn in deinen Dokumenten quasi noch dein alter Name drinnen steht und wenn du dann bei offiziellen Stellen deinen alten Namen angeben musst. Ich glaube wirklich, jede nicht-binäre Person weiß, wie sich das anfühlt. Ich glaube, da muss man nichts mehr dazu sagen. Wenn du auf einmal einen Antrag ausfüllen musst und wenn du dann quasi bei dem Geschlechtseintrag zwischen Mann und Frau entscheiden musst, wo du jetzt dein Hakerl setzt, wo du dir in dem Moment einfach nur so denkst, so ne, da mache ich einfach nicht mit. Und du machst auf einmal so ein extra Kästchen dazu mit divers und machst da ein Kreuzchen. Ja, ich glaube, spätestens an diesem Punkt weiß man, man muss sich da, glaube ich, im Alltag einfach ein bisschen selbst zurechthelfen. Wenn neue Leute einen kennenlernen, wenn sie noch nicht wirklich so ganz wissen, wie man vielleicht selbst angesprochen werden möchte und dieser Moment, wenn sie dann versuchen, einen zu lesen, aha, wo man dann irgendwie so merkt, so von oben bis noch ganz unten geht der Blick, weil die andere Person vielleicht versucht, einen aufgrund seines Kleidungsstils halt irgendwie einzukategorisieren. Und wo man dann aber merkt, so dieser Blick bleibt dann voll bei den Geschlechtsmerkmalen hängen und wo zum Schluss kommt einfach noch mehr Irritation raus, wo sich diese Person dann einfach gar nicht mehr auskennt. Ja, genau, dann spätestens weiß man, dass man einen guten Job gemacht hat als nicht-binäre Person. Ich hoffe, euch hat dieses Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich muss sagen, ich hoffe, ihr könnt das Ganze ein bisschen mit einem Augenzwinkern einfach nehmen, weil natürlich, ich weiß, diese Alltagsprobleme bei nicht-binären Personen, die gibt's wirklich, ja. Und ich weiß natürlich, dass es nicht immer so leicht ist, in einer binären Gesellschaft zu existieren, beziehungsweise sich da ein eigenes Kästchen zu schaffen mit divers und wo man sagt, okay, man muss sich da jetzt nicht unbedingt den Männern oder den Frauen, sage ich mal, so anschließen. Und meistens hilft es einem dann selbst, wenn man das Ganze noch einmal mit Humor einfach nimmt und in dem, dass man dann einfach versucht, drüber zu lachen. Ich hoffe, ihr hattet genauso so viel Spaß wie ich. Ja, falls du jetzt noch mehr Lust drauf hast, ein weiteres Video zu sehen, dann kann ich dir auf jeden Fall nur dieses Video hier empfehlen, wo es quasi um lesbische Frauen geht, mit welchen Aussagen die eigentlich tagtäglich konfrontiert sind. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall schon alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von Queerlex. Tschüssi, Baba!